Im Qualifying bin ich schon ganz schön viel gegangen, aber so richtig bei was rumgekommen, also Ressourcenpunkte, ist dabei nicht. Tja, aber jetzt geht's um reines Ergebnis. Es könnte schwierig werden, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Qualifying aus Monza. Emma meldet sich gar nicht. Sie traut sich nicht. Ach ja, viel Glück da draußen. Bring das Auto in einem Stück ins Ziel und am besten vor Nico. Wettervorhersage, ja, trocken, stark bewölkt, dann legen wir mal los. Gleich startet das Qualifying für den Grand Prix von Italien hier auf dem Autodromo di Monza. Die Teams werden jeden Augenblick auf die Strecke fahren. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Was die Fahrer hier brauchen, ist Spitzengeschwindigkeiten. Angenommen, das Fahrzeug kommt relativ gut durch den Rest der Runde, dann kann man wahrscheinlich auf der Geraden noch Zeit herausholen. Es wird schwer, irgendjemanden zu überholen, wenn man viel langsamer als alle anderen ist. Ich habe meine Zeiten aus dem freien Training noch gar nicht vorgetragen, mache ich aber beim Rausfahren. Jetzt erstmal kurz soweit vorbereiten. Ich werde hier nicht irgendwie schonen können. Ich muss hier volle Pulle gehen. Autoeinstellung. Sprit mehr, bitte. Aero 1.1. Standard 5.8. Die Höhe. Das passt. Der Rest Standard. Gut. Das haben sie auch noch nicht übernommen. Das ist wie mit... Deswegen haben wir immer so eine angeschlagene Batterie, bevor wir den Wagen im Qualifying ins Rollen bringen. Das wird gleich gewechselt, wenn wir den Wagen in Gang setzen. Gut, aber ich will ja rausfahren. Mal kurz gucken. Wetter, kommt hier auch gar kein Regen vor. Auf der Strecke ist nicht viel los. Das sollten wir vielleicht nutzen. Also meine Bestzeit, die nochmal eine halbe Sekunde schneller hätte sein können. 1:25.455 auf Roten. Hülkenberg 1:26.425 auf Gelben. Wer weiß, wie viel Einsatz er reingeworfen hat, also wie viel Sprit und Strom. Ich schon ziemlich viel. Aber ich hätte auch nochmal eine gute halbe Sekunde mindestens schneller sein können. Jeff, sei leise. Bestätige. So, jetzt können wir nochmal Teile gucken. Sehr frisch. Das Getriebe ist recht alt, der Turbolader, aber vor allem das Getriebe wird uns nicht wirklich tangieren. Hinter uns ist gerade niemand, der Abstand nach vorne passt sowieso. Schneller werde ich eh nicht sein. Kommt jemand an, dann gebe ich mal Gas. Ziemlich diesig, auf jeden Fall sehr bewölkt. Regnen soll es nicht. Ich hoffe, wir bekommen keinen DRS-Fehler. Das wäre heute fatal. Das war ganz schön weit. Da kann es auch böse enden. So, dann kann ich nochmal ausholen, dann geht's los. Aus der Box kommt niemand. Jetzt setzt der Wagen wieder ganz schön auf und ich hab's verkackt. Zu spät gebremst. Gut, die Runde wird's schon mal nicht. Aber warum setzt der Wagen jetzt so heftig auf? Das war gefühlt im freien Training nicht der Fall. Ich habe doch nicht hoffentlich noch das Setup kurz vorm Rausfahren geändert. Dann müsste der Frontflügel auch verstellt sein. Können wir den hier einsehen? Nee, können wir nicht.
Wagen hat sich in der Outlibits nicht verkehrt fahren lassen. Mehr Gewicht, Wagen sitzt etwas tiefer, könnte ja sein. Wobei mehr Gewicht, wenn wir 5 Runden Rennstrategie auf Fett fahren können. Das ist erstmal vorbei, wird auf einer schnellen Runde sein. Dahinter kommt ein Ferrari. Wenn ich jetzt Pech habe, ja genau, da kommt noch ein McLaren. Komm ja in den Verkehr. Ich kipp Gas, ich kann jetzt nicht warten. Hier sind die Bodenwellen ziemlich heftig hier außen, das ist bewusst. Jetzt komme ich zu weit nach außen. Schöner Ausgang aus der Schikane. Der Ferrari ist nah dran, aber er wird jetzt noch nicht überholen. Kommt zweit nach außen, Mist. Viel schneller ist der Williams aber nicht, aber wir müssten schneller sein, um irgendwie auf die 11 zum Beispiel zu kommen. Ups. Kommt ein Red Bull raus. Bisher langsam als letzte Runde noch weiter nach außen gekommen ist. Oh, hinter uns sind es aber viele und der Red Bull wird irgendwann vorbeifahren, weil er schneller ist. Ferrari. Den sollte er aber auch wegfahren, wenn er schneller ist. Na gut, die Runde ist dahin. Nächste Runde nochmal, jetzt heißt es erstmal Batterie aufladen. Oh, was für eine Gruppe da, da hänge ich mich in den Red Bull. Ich muss jetzt eh Batterie aufladen, deswegen. Ach, okay, gut, dann. Bleib hinter uns. Update, beste Runde. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 24,1. Bisher Bestzeit in diesem Rennwochenende, persönliche Bestzeit. Da ist eine 23er mal drin. Ist mit in. Red Bull ist nicht weit weg. Naja, ich hoffe, ich kann irgendwie hinten halten. Deutlich schneller fahren. Es war zwar schneller als bisher, aber optimal war es nun beileibe nicht. Die Lesmos gehen so gut wie bisher noch gar nicht in diesem Rennwochenende. Schön, dass wir uns da auch gefangen haben. Also die Runde soll es werden, danach fahre ich, glaube ich, erstmal in die Box. Deswegen auf Überholen gegangen.
Nummer 18 gefunden. Schon wieder die falsche Taste. Update beste Runde. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,23,3. Fahrer hinter mir. Perez liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 23,4. Ein Fahrer vor mir. Fahrer vor mir. Magnussen vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,23,2. Bisher habe ich ja den Eindruck von dieser KI, dass die sich steigert am Rennwochenende, im Training am schwächsten, denn die Trainingsprogramme sind auf jeden Fall an die KI-Zeiten angelehnt, an das KI-Fahrverhalten während einer Runde. Also die Rundenzeit, die wir da hinblättern müssen im freien Training. Den Toros lasse ich vorbei. Und im Qualifying ist sie gefühlt dann etwas stärker. Und im Rennen, habe ich das Gefühl, hat sie dann ihren Höhepunkt erreicht. Wenn ich da zum Beispiel an Spielberg denke, spielen gleich Paul und dann im Rennen weit weg von der Spitze. Und das war eben nicht nur einmal der Fall. Das habe ich so bisher immer erlebt, vom Gefühl her. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Was auch klar sein sollte, nur mal angenommen, wir würden uns hier als Siebter platzieren vor Haas, vor Force India. Die würden uns im Rennen cashen, weil sie einfach den besseren Motor haben mit Windschatten und DRS. Jetzt die Frage, Elfter wäre schon ein Traumergebnis für mich, jetzt abgesehen von der freien Reifenwahl. Genau, Elfter fahren, das werde ich nicht hinbekommen. Entweder falle ich dann weit nach hinten oder... Ja, was heißt oder? Ich verschenke zu viel Zeit, weil ich trotzdem 10. oder 9. werde. Wobei, es wäre bloß Q2. Ich fahre einfach so schnell es geht. Fertig, aus. Mit frischen roten Reifen losfahren wäre schon cool, weil ich will im Rennen auf einen Stop gehen, allerdings auf Rot und Gelb. Gucken, was das Team uns vorschlägt. Beim Rennstart. Eine Sekunde hinter der Spitze ist für uns als Renault ziemlich gut. Und der Hülkenberg ist noch gar nicht gefahren, doch. Eine Sekunde hinter uns. Hat bisher aber keinen allzu großen Sprung gemacht von Training zu Qualifying. Also aktuell bräuchte man praktisch unsere Zeit zum Weiterkommen. 23,3. 23,6 der Ericsson. Dann kommt ein Toro Rosso Honda und der ist schneller als Hülkenberg. Laut Leistungsdatenblatt, ja, auf jeden Fall. 23,9. 4 Zehntel schneller als Hülkenberg. 23,3. Heute vielleicht mir die Zeit wirklich merken, nicht so wie zuletzt in Spa. Wagen vorbereiten werde ich nicht, das mache ich alles in Q2. Ich werde aber nochmal kurz gucken, Hülkenberg fährt los, Autoeinstellung, da hat sich nichts verstellt, oder? Nein, das ist das richtige Setup. Hätte ich jetzt irgendeine Voreinstellung genommen, wäre der Frontflügel nicht bei 1 und der Heckflügel auch nicht bei 1. Aber ja, der Wagen hat etwas mehr aufgesetzt, zumindest habe ich es mitbekommen, vielleicht habe ich es vorher einfach verdrängt. Na gut. Hülkenberg wieder ausscheiden in Q1, wenn ja, dann auf jeden Fall Teile wechseln. Hätte sie schon in Spa machen müssen. Wir sind auf der 10. Gelbe Reifen bei auch beiden Red Bull. Stark. Hülkenberg hat's geschafft. Schön. Eine halbe Sekunde hinter uns. Auf der 16 Lance Stroll, Pierre Gasly, dann Alonso, Brandon Hartley und Van Dorn. Stroll hat es gerade so nicht geschafft. Hülkenberg gerade so. Sirotkin ist weiter. Ist schon hart, oder? Beide Renault schlagen McLaren auf einer Strecke, wo es auf den Motor ankommt. Und McLaren hat laut Leistungsdatenblatt den besseren Antrieb. Wer weiß aber, in was die investiert haben.
Schön. 23,3 muss ich mindestens fahren. Mir hat auch die Parabolica gerade sehr gefallen in der letzten Schnellrunde, wie ich die angefahren bin. Da ist etwas mehr Sonne draußen, etwas weniger Wolken, habe ich das Gefühl. Sprit auf eine schnelle Runde, vielleicht zwei, wenn ich es nicht hinbekomme. Eine mit sehr angefahrenen Roten. Ich muss die eine Runde einfach hinbekommen. Alles fertig, wir sind bereit. Dazu brauchen wir auf jeden Fall freie Fahrt. Hülkenberg fährt auch gleich raus. Da schläft er heute mal nicht so viel. Na, aber er ist nicht direkt hinter uns. Was mache ich mit den beiden hinter mir? Jeff, sei leise. Ist angekommen, bestätige. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Hinter Hülkenberg ist eine Lücke. Ich bleib aber lieber vor Hülkenberg und lass den Hans hier noch vorbei. Kimi ist hier mir sehr gerne draufgefahren bei F1 2017. An dieser Stelle. Das sind unsere Startreifen, die sollte ich jetzt aber auch nicht so hart rannehmen. Naja, ich kann sie in der Inderberg ganz doll schon. Aber ich brauche jetzt auch einen gewissen Abstand zu Hülkenberg. Sonst geben wir ihm Windschatten, dann überholt er uns noch. Links den Randstein ganz leicht touchiert. Soll jetzt von Hülkenberg wegkommen. Der wird sich freuen. Windschatten, juhey! Aus der Box kommt immerhin jemand. Hülkenberg ist reingekommen. Mit Windschatten. Das war zu knackig, Mist. Ah, die Runde kann ich, glaube ich, knicken. Da knickt schon jemand. An unserem Heck. Ah, verklickt. Ah, ich fahre nochmal mit dem Reifen. Dann habe ich die jetzt aber ganz lieb, aber da hinten kommen wieder einige an. Ich muss auf jeden Fall vor denen bleiben. Ich habe selbst verbockt mit dem Ausgang aus der zweiten Schikane. So, Reifenliebhaben an dieser Stelle. Schnelle Kurve. Zeitgleich. Nein! Ich fasse es nicht. Der fährt ja auch noch langsam durch, du Blödmann. Ich habe zwar nicht viel Rückstand, aber ich hätte hier viel schneller fahren können. Mann! Und dann hat direkt mitgenommen, toll.
wird zaghaft, weil zu spitz angefahren, zu freien gelenkt. Ich muss über 10 Sekunden schneller sein als meine bisherige Bestzeit. So wird das aber nichts. Eine 23er womöglich noch, ja, aber nicht viel mehr. 9. vor Hülkenberg. Ferrari kommt. Wo steht Hülkenberg da? Steht er gerade am Boxenausgang? Weil das ist doch niemals seine Box da. Ferrari kommt, der Bremsklotz kommt. Update, beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 24,0. Und Fahrer hinter mir. Nico liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,24,1. Ein Zehntel hinter uns. Ich hätte noch mindestens 7 Zehntel schneller fahren sollen müssen. Jetzt sind wir 10. Ich würde ganz gern ausscheiden. Warum? Nicht wegen der freien Reifen, weil der Roll aus. Weil? Was bringt es mir vor den ganzen schnellen Autos zu sein? Ich sag Haas und Force India zum Beispiel. Wenn ich im Rennen da was rausklöppeln muss, an Sprit, an Strom, dann versuche ich lieber, mich direkt an den irgendwie anzuheften. Dann kann ich Windschatten schnurren und sparen und sparen und dann irgendwann gegen Ende des Rennens, so meine Wunschvorstellung, packe ich all meine Reserven aus und ziehe den davon. Das wäre cool. Fahrer vor mir. Jean vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 23,7. Wir hätten 23 doll fahren können. Stand jetzt Hülkenberg geschlagen, Leclerc womöglich nicht, habe ich nicht mehr nachgefragt. Ich könnte nochmal mit Roten rausfahren, aber nee. Mir gefällt der Gedanke ganz gut. Ich sehe zu, dass ich hinter den ganz schlimmen Force India Haas mich setze. Windschatten schnurren. Und dann irgendwann im letzten Renndrittel, im letzten Rennviertel zu sehen, vorbeizufahren. Da muss ich dann genügend Sprit überhaben und auch genügend Strom, also auf Anschlag. Zum Überholen ansetzen mit DRS, Windschatten und im Überholmodus. Ja, und dann irgendwie versuchen abzusetzen. Das, glaube ich, könnte nicht gelingen. Aber irgendwie vorne bleiben. Noch besser, wenn hinter uns noch ein paar sind und die sich dann gegenseitig bekriegen. Ach, so ein schönes Traumszenario. 23,3 ist Grosjean jetzt gefahren. Leclerc auf der 10. 6 Zehntel vor uns. Gegenüber Hülkenberg im ersten Sektor verloren. Ja, da hatte ich einen Bremsklotz. Ich war zwar schneller als meine persönliche Bestzeit, aber da hätte ich schneller fahren können. Im letzten Sektor habe ich verloren. Ja, ich musste Ausgang Parabolica nachgeben. Ansonsten ist es ja eher mein Sektor. Die Parabolica ist ja nicht unbedingt KI-Land. War sie zumindest nicht. 12. vor Ericsson, vor Sirotkin. 1,9 auf die Spitze, er hat 2,3 und Ericsson 2,1 Rückstand. Nun denn. 6 Minuten sind's noch. Hülkenberg fährt wieder raus, womöglich fährt er jetzt vor. Hülkenberg ist sogar weitergekommen. Aber wir 13. finde ich gar nicht verkehrt. Leclerc auf der 11. Hülkenberg in den Top 10. Und ob das so gut für ihn ist, jetzt mit angefahrenen roten Reifen zu fahren, zu starten. Ich bin mit Platz 13 zufrieden. Keine Frage. 23,3. Gescripted. Ist er das gefahren? Aber auch schön zu sehen wie ein Spa. Ich bin nicht mehr übermächtig, so wie in Spielberg oder in Hockenheim. Also KI-Fahrerstufe der Saison 5 von F1 2017, das passt. Also, auf der 11 Leclerc, Magnussen, Via Eriksson und Sirotkin hinter uns. Keine Vorfälle, vielleicht gibt es ja da vorne noch ein paar Strafversetzungen. Und ich hoffe, ich kann mich da wo anheften.
Eine super tolle Strategie habe ich da. Wenn die Praxis doch nur so einfach wäre wie die Theorie, aber das Gute ist, dass ich es doch selbst in der Hand habe. Ich habe aber Bedenken, dass ich mit den gelben Reifen am Start mithalten würde und daher werde ich womöglich auf die roten setzen, aber ich werde mir auf jeden Fall nochmal die Rennstrategie des Teams anschauen und entscheide mich natürlich erst dann. Also, bis dahin, macht's gut und tschüss.